Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Folge 42 unseres Improvisations-Let's Plays zwischen Palmen und Kakteen. Und ihr seht hier die liebe Jasmina. Sie steht vor dem Kakteenheim, wo sie eigentlich nichts verloren hat. Doch, wenn sie ihre Olga besucht. Die Olga hat nämlich eine Party geschmissen. Und wenn ihr sehen wollt, warum, wieso und weshalb, dann schaut doch zur lieben Bianca auf den Kanal Orchideenfox, der ihre letzte Folge, ich verlinke es euch oben rechts, deren letzte Folge ist nämlich letzten Samstag ausgestrahlt worden und da erfahrt ihr mehr. Und das ist für mich auch gleich das Stichwort, unsere liebe Spielleiterin zu begrüßen, die liebe Bianca. Hallo, grüß dich. Ja, Hallöchen da draußen, vor allen Dingen Hallöchen, liebe Kerstin und Hallöchen, liebe Jasmina. Ich, bin mal gespannt, was wir heute so erleben. Tja, ich bin gespannt, was du dir so ausgedacht hast und ich würde sagen, ich starte mal ins Spiel. Sie ist gerade auf dem Nachhauseweg, vielleicht sehen wir uns auch gleich erstmal zu Hause. So, also die waren tatsächlich auf dem Nachhauseweg und wollten, ja, von der Feier zurück. Es ist Reden wie ein Pirattag. Dann spinne doch mal Seemannsgarn. Vielleicht ist das gar keine so schlechte Idee. Und du, Jeffrey, kannst hier mal den Piratenschatz loben. Eine Seemannsgeschichte erzählen. Gewand loben wollte ich eigentlich machen. Ja, und das prächtige Gewand loben. Und du, Jasmina, damit die hier nicht traurig sind, können wir da vielleicht auch was machen. Die flirten und machen alles Mögliche nebenbei. Frag ihn doch mal, wie die Winde wehen. Und zum neuen Job kannst du gratulieren. Und Jeffrey hat Charisma-Fähigkeit 2. Bleiben wir an der Oberfläche. Das ist ja eine Entscheidung, die ich treffen muss, soll. Ja. So, und dann haben wir Reden wie ein Pirat. Nochmal fragen, wie die Reden wie ein Pirat Stimmung teilen. Das ist vielleicht besser so. Er hat's geschafft. Super, müsst ihr hier immer auf dem Fußweg stehen. Ich erschrecke da mal, wenn die Autos kommen. So geht's mir tatsächlich auch immer. Lass mal ganz kurz sehen, wie bei denen die Werte aussehen, wie es denen geht. Hervorragend, mehr als prächtig und Jeffrey ebenfalls. Also die sind, war ich schon wieder erschrocken. Dann werde ich jetzt, auch wenn wir jetzt gerade erst im Grunde genommen eine Party gefeiert haben, ich möchte ganz gerne, dass die beiden eine Party feiern. Oh! Okay. So eine Nachparty, eine After-Party-Party. Eine After-Party-Party, okay. Gut, dann mache ich das über den Kalender. Ja, sie hat es jetzt auch geschafft. Reden wie ein Pirat, das wollte ich schaffen, habe ich auch geschafft. Ist gut, so. Das soll natürlich wahrscheinlich heute sein, oder? Wäre schön, ist ja eh gerade so gegen Abend. Naja, Saftparty muss jetzt nicht sein, weil, dann brauchen wir wieder dieses komische Fass. Das habe ich noch nicht gemacht. Nachbarschaftliches Mitbringbuffet. Ich würde es auch als Prestige machen, wenn du nichts dagegen hast und dann, ja. Ja, das kannst du ruhig machen. Gastgeber sind die beiden. Wer macht denn das jetzt? Jasmina, schon Jasmina. So, welche Gäste? Gibt's besondere, die du möchtest? Ja, und suche ich eine bestimmte Person, dann müsstest du aber weiter nach unten scrollen. Die ist in dem Sinne eigentlich nicht dabei, aber dann nehmen wir halt eben die Ulrike. Uiuiuiui. Ansonsten bist du frei. Das kannst du entscheiden, wen du einladen möchtest oder wen nicht. Genau, da würde ich sagen, die Olivia da und diesen komischen Olbertigen Kerl. Ach komm, Conny können wir auch noch einladen. Und Junotal eigentlich auch. Ach komm, wir holen sie alle. So viel kennen wir nicht. Also alle, die wir kennen, laden wir ein. Was soll der Geiz? Gast? Ach, das sind Teilnehmer vom Mitbringbuffet und Gäste? Ah, okay. Also die einen müssen was mitbringen und die anderen dürfen Gast sein. Ist ja auch interessant. Interessant ist, dass ich nur so eine bestimmte Anzahl kenne. Das heißt, alle, die ich eingeladen habe, müssen was mitbringen. Wir brauchen ja nichts mitbringen, weil wir sind ja schon da. Ja, habe ich befürchtet. Dann haut es nämlich die Buffet-Teilnehmer raus. Also drei musst du mindestens bestimmen, die was zu essen mitbringen sollen. Okay, dann mache ich es so. Dann soll die Olga was mitbringen? Nee, warum?
Wir nehmen die anderen, die was mitbringen. Du bringst was mit. Wer zu uns kommt, der muss schon was mitbringen. Und die lass mal lieber nichts mitbringen, weil die Wett will uns womöglich vergiften. Ich weiß gar nicht, ob die Sims das können, aber... So, und dann sind die... Vier. Die Gäste. Genau. Was musst du noch wählen? Welche Uhrzeit? Jetzt, oder? Ja. Weil sonst wird es zu spät und in unserem Haus, oder? Genau. Hast du einen anderen Ort, den du möchtest? Nein, tatsächlich nicht, denn wir haben das schicke Haus ja nicht umsonst umgebaut und ich möchte eigentlich ganz gerne, dass auch die Barbar benutzt wird. Ja, gut, also auf geht die Party und die Party geht los. Ja. Und Jasmina möchte mit ihrem Hamsterli spielen. So, also es geht los, die Gäste kommen und sie schmeißen sich alle in Schale. Ach, die sieht aber auch hübsch aus, ne? Ja. Komm mit rein, Jeffrey, die Party steigt. Ich will bloß mal schnell noch Hamsterli füttern, dann bin ich ganz dabei. Geht's dem? Gibt's... Oh, muss der sauber gemacht werden? Irgendetwas war da gerade rot beim Flitzi. Okay, aber schau mal, oh, wow, was die für Essen mitbringen. Coole Sache. Ja, Krabbencocktail, Macaroni mit Käse. Mitgebrachte Gerichte müssen wir essen. Kompliment über das Gericht machen. Oh, wow, da muss ich dann gleich mal ein Foto machen. Was war jetzt hier beim Hamsterli? Irgendwas war eben, jetzt ist es wieder okay. Irgendwas war eben rot. Alles super. So, und eine Torte. Oh, wow, ihr seid aber toll. Oh, und da kommt noch ein Essen. Hey, das ist eine richtige coole Party, oder? Ey, nicht den Rücken brechen, bitte. So, aber dann würde ich sagen, mache ich gleich erstmal ein Foto hier von diesem Buffet. Also das Buffet sieht richtig klasse aus und sie soll jetzt... Oh, da gibt es noch Hot Dogs. Wow, wow, wow. Kekse. Oh, hat er die jetzt auf den Boden gestellt? Tatsächlich. Tatsächlich. Leider ist der Tisch voll. Wir haben zu viele Leute eingeladen. Also die sollten was mitbringen. So, aber Jasmina, du müsstest jetzt wirklich mal hier... Kannst du nicht... Hast du nichts mitgebracht? Hast du was mitgebracht? Für Kommen danken auf jeden Fall. Jasmina, du durftest dich ausruhen. Er hatte doch die Hot Dogs mitgebracht. Warum kann sie ihr nicht danken für... Ach, mitgebracht. Kompliment über mitgebrachtes Essen machen, ja. Aber muss ich denn da etwa romantisch sein? Nee, unter freundlich gibt es auch Komplimente. Da. Ah, da. Kompliment über mitgebrachtes Essen machen. Was ist jetzt hier los? Okay, super. Du hattest Hot Dogs mitgebracht. Aber wir brauchen nur einen Dings. Aber wir können ihm fürs Kommen danken. Da haben wir den nächsten. Ja, das ist doch toll. Sich auf jeden Fall erstmal gerade eben ein Stückchen Kuchen einverleibt. Und wir müssen zum Essen rufen. Genau. Super, jetzt kommen die hoffentlich alle und da können wir vielleicht ein schönes Bild machen. Aber die hupfen hier, wie die wild gewordenen Handfeger rennen die hier rum. Weil wir nicht so viele Tische haben, ist das ein Gewusel. Oh, Jasmina trampelt auf den Keksen rum. Ja. Die trampeln alle auf den Keksen rum. Ich kann die aber auch nicht wegnehmen, leider. Der Tisch ist zu klein. So. Hei, hei, hei. Und Olga sitzt hier voll in der Mitte drin und guckt. Süß. So. Denkt sich auch, warum stehen die alle? Genau. Und mit dir tratschen wir mal. Kann man hier bei Smalltalk tratschen? Gute Frage. Nein. Warte, ich hab's nicht gesehen. Oi, was war jetzt? Irgendwer hat sich seiner Gase entledigt. Oh, oh, oh. Ich habe aber leider jetzt auch nicht mitbekommen, wer, weil ich auf der Suche nach dem Tratsch war. Ist das ein Hobby-Tratsch? Nee. Ich dachte eigentlich immer, es wäre ein eigener Reiter. Deswegen bin ich gerade generell irritiert. Ist er vielleicht bei mir? Tatsächlich. Da, tatsächlich. Wir tun mal über Beute tratschen, weil es ist ja immerhin Piratentag. Genau, und ich finde, Jeffrey kann mal ein paar Getränke schmeißen. Ja, das macht der gleich. Macht er überhaupt da? Mit wem sitzt er da? Und Jasmina räumt auf von sich aus, denn das ist nämlich auch das, was sie tun muss. Sie muss Geschirr abräumen und so weiter. Das ist Jeffrey. Hopp, hinter die Bar. Jetzt aber.
Getränk zu bereiten für den da. Kann er eigentlich auch für alle Getränke? Kann doch nicht schon wieder schwanger sein, ach du meine Güte. Wer ist wo schwanger? Sie hat gerade an eine Babyflasche gedacht und ihr wurde übel. Sie? Ja, die Mona. Mona. Genau. Okay. Jetzt ist die Frage, Getränk zu bereiten für... Ich wollte gerade sagen, du musst wahrscheinlich erst alle leider in eine Gruppe stopfen. Ja, genau. Dann soll der mal eine Runde bilden. Aber Silber haben wir schon. Das ist schon mal gut. Und hat Jasmina die Teller wieder irgendwo hingestellt, weil irgendwie... Ach so, jetzt ist erfüllt. Okay. Ich bin etwas leicht überfordert. Das sind so viele Leute. Was ist denn hier los? Wieso kann der keine Runde bilden? Jasmina, komm in unsere Runde. Aktion. Runde bilden. Ach, er kann nur mit denen eine Runde bilden, ne? Das reicht ja schon mal. Getränke für alle zubereiten, okay. Ja. Jeffrey, du bist echt der Knaller. Räumt alles ab und stellst dann dahin. Ja. Jasmina, räum mal auf. Level auf. Die Singfähigkeit erworben. Also hier steppt der Bär. Jetzt fangen sie irgendwie alle an zu singen. Ja. Aber denen scheint's gut. Ah, okay, sie räumt doch nicht auf. Dann machen wir jetzt mal hier. Genau. Stopp. Ach, ist das schön. Ja. Und jetzt soll sie noch eine Geschichte erzählen. Mit ihr versteht sie sich am schlechtesten. Dann würde ich sagen, erzähl doch mal eine Geschichte. Schlimmer kann es ja nicht werden. Ein Abenteuer über Schiffbrüchigen. Jeffrey, du musst mixen. Oder sollen wir die alle erzählen? Ja, wer kommt, der kommt und hört sich's an und wer nicht, der nicht. Genau. Auf geht der Peter. Okay. Okay, was ist dein Problem? Wir wissen es nicht. Sie freut sich, dass sie tanzen kann. Und Jasmina, du solltest eine Gruppengeschichte erzählen und hier nicht... Sie trinkt aber erst. Die sitzt da und trinkt, genau. Ja, hat er den gut ausgesucht, den Wein, da bin ich ja glücklich. Nee, du bleibst jetzt mal hier. Komm, erzähl mal eine Geschichte. Kommen Sie wieder zurück. Bleiben Sie stehen, bilden Sie mal einen Satz. So, los geht's. Hallo, nicht weglaufen, hierher kommen. Sie erzählt jetzt die Geschichte von drinnen aus. Nee, doch nicht. Durchs Fenster, oder was? Ich weiß es nicht. Abenteuergeschichte erzählen Sie, tut's. Alle gehen raus, okay. Erzählt sie das jetzt durchs Fenster, wird das so eine Art Puppenspiel. Ja, das ist irgendwie wie... Na super. Mach mal von draußen rein, ich möchte doch gerne ihr Gesicht sehen. Aber sie nickt nur. Sie macht nichts, sie nickt nur. Mhm. Ja, ja. Mhm. Aber die hören alle gespannt zu. Ich höre zwar nur die Hälfte, aber ja, super. Ja, aber die unterhalten sich über die Geschichte. Jeffrey. Wie toll, alle unterhalten sich über die Geschichte, aber sie erzählt die nicht. Ja, auch gut. Kann jedenfalls keiner hinterher sagen, sie hätte eine schlechte Geschichte erzählt, weil eigentlich hat sie ja gar nichts erzählt. Ja. Oh, jetzt! Oh, jetzt war Puh. Jetzt geht's ab. Wie Schmidts Katze. Schau, und sie klatscht sich selber Beifall. Das war aber eine kurze Geschichte. Zählt das denn überhaupt? Anscheinend nicht. Toll. Könnten Sie vielleicht nochmal eine Geschichte erzählen? Mach mal einfach eine unglaubliche Geschichte dann. Jetzt kommst du alle rein. Wo kommt denn das Essen her? Kommen noch mehr Gäste. Schau mal, jetzt haben sie hier drinnen auch was aufgestellt noch. Oi. Also soll ich dir mal was sagen? So eine Party ist richtig cool. Atomare Rückstände entdeckt. Die Behausung von Flitzy ist teilweise verstrahlt. Zum Glück sind die Messwerte so niedrig, dass die Strahlung... keine Gefahr für Sims darstellt. In was für eine gefährliche Sache ist dieser Nager bloß verwickelt? Eieieiei. Flitzy ist auf jeden Fall so ein bisschen Alleinunterhalter. Der macht ja echt ganz kuriose Sachen. Ja, aber jetzt hat's gezählt mit ihrer Geschichte. Und sie hat Gold und ich hoffe, sie kann das ganze Essen gleich wegräumen, weil sonst, ja... Schade um das ganze Essen, ne? Weil sonst hat sie ja echt für Monate... Im Kühlschrank, ne? Aber ich kann das hier nicht anfassen. Nein. Vielleicht, wenn die Party zu Ende ist, aber ich finde, das sind tolle Sachen, die die Leute so mitgebracht haben. Ja, und Hummer und Steak und Kekse und eine Torte, also, ui, das ist schon ordentlich.
Jeffrey, kannst du das mal bitte aufräumen? Ey, du sollst das aufräumen. Nee, ich will nicht. Kann ich hier vielleicht mal Waschbeckentyp bestimmen, Küche? Ja, räum du das weg. Hallo. Du bist in meinem Haus, räum du das weg. Aufräumen. Ach so, er lässt das bestimmt stehen, weil Jasmina auch noch dran ist. Ja. Jetzt lässt sie es stehen. Ja, war klar. Und nimmt... Also, die werden sich nicht einig, wer jetzt hier aufräumt. Jeffrey, räum auf, komm. Sei kein Frosch. Da die Party jetzt eh zu Ende ist, werde ich mich auf jeden Fall schon mal verabschieden. Und ja, Glückwunsch zur Goldmedaille. Es war auf jeden Fall sehr schön. Und ich wünsche euch da draußen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, danke, liebe Bianca. Das war wirklich eine tolle Überraschung. Und es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht, diese Party. Wahnsinn, was die da für Essen mitbringen. Das ist echt der Hammer. So, jetzt räume auf und kann ich die Sachen wegräumen? Nein, ich kann sie nicht wegräumen. Schade. Geht leider nicht. Und die können doch weglegen. Sorry. Stimmt. Dann schaffen sie es im Kühlschrank. Okay, danke schön. So, dann geht Jasmina hier draußen mal hin. Oh, wow, das ist immer mehr geworden. Also, liebe Leute, die hier zuschauen, wenn ihr das zufällig gesehen habt, ich gebe euch einen Tipp. Sollten eure Sims des Öfteren an Hunger leiden, macht so eine Party bestimmt, dass alle anderen etwas mitbringen sollen, ihr natürlich nicht. Packt das Ganze in den Kühlschrank und dann habt ihr 10 Wochen Essen. Dann würde ich gerne noch schauen, was wir für eine Belohnung verdient haben. Die Gäste waren auf jeden Fall beeindruckt von unserer ungewöhnlichen Freundschaft, Gastfreundschaft. Genau, sie kümmert sich noch um Hamsterli und ja, es ist in der Früh um 6. Ach du liebe Zeit, ja. Also gut, dann machen wir Wand an Wand. Beende die Sache hier. Halt, ich wollte noch schnell schauen, was sie für eine Belohnung bekommen haben. Einen Gigagrill von Fireboss. Ich würde sagen, den verkaufen wir, weil wir haben ja einen Grill. Aber coole Sache. Ja, also Jasmina muss das gleich posten offensichtlich. Unserem Hamsterli, unserem Familienmitglied geht's auch prima. Und unser Jeffrey, der wäscht sich sauber. Die Partyrückstände haben wir auch behoben. Es ist Sonntag um 7. Die haben praktisch die Nacht durchgefeiert. Ja, und ich denke, jetzt werden sie sich ausruhen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Schaut bitte nächste Woche bei der lieben Bianca vorbei, was da bei der lieben Olga so alles los war. Ich glaube, da war auch eine Party, aber guckt selber nach, wie das so war. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und Ciao.